vor der Ernte ist nach der Ernte. Die Hauptkulturen neigen sich langsam dem Ende zu, aber es ist immer noch kein Grund, die Beete und Flächen blank zu lassen. Man kann schon viel für die nächste Saison machen, gewisse Vorbereitungen treffen, damit die Ernte auch nächstes Jahr erfolgreich bleibt. Und das mit Hilfe eines weisen Winteranbaus und Gründüngung. Mehr dazu in diesem Video. Pausner Kommissar, meine Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Rahmen meines Peace-Projektes. Und wie ja bereits erwähnt, die Hauptkulturen neigen sich ja jetzt schon an so ein Ende zu. Es ist schon Mitte September, aber man kann halt immer noch viele Sachen anbauen, wie zum Beispiel die Gründüngung. Da möchte ich halt kurz erklären, was halt die Gründüngung eigentlich ist. Das sind Pflanzen, die angebaut werden, die halt nicht primär zum Verzehr geeignet sind, sondern dass die halt mit ihren großen Wurzeln den Boden zum Beispiel auflockern, das Bodenlebewesen fördern und mit ihrer Blattmasse zum Beispiel oder ihrer Grünmasse den Boden sozusagen aufbereiten. Wenn man diese im Frühjahr dann aberntet und in den Boden einarbeitet, macht man hier sozusagen eine Art Flächenkompost und das fördert natürlich die Humusbildung. Also das heißt, dass eigentlich die Gründüngung dafür da ist, dass der Boden nicht kahl bleibt, sondern dass sich auch hier der Boden auch über den Winter hin vital bleibt und einfach hier für gute Bodenverhältnisse gesorgt wird. Es gibt viele verschiedene Gründe und Vorteile, warum eine Gründüngung sinnvoll ist und auch angewendet werden sollte. Einerseits binden die Gründüngungspflanzen die entsprechenden Mineralstoffe in ihren Wurzeln in die Pflanze einfach ein und damit wird da zum Beispiel eine Ausschwemmung des Bodens verhindert. Wenn es halt ständig Regen oder der Schneefall kommt, kann es halt passieren, dass diese riesigen Wassermassen die Mineralien ins Grundwasser spülen und euer Boden sozusagen entmineralisiert wird. Die Gründüngungspflanzen verhindern das. Zudem haben die auch große Pfahlwurzeln und das hat natürlich auch folgende Vorteile, wie zum Beispiel, dass das Beikraut unterdrückt wird, also beziehungsweise das Wachstum. Zusätzlich bringen sie auch Sauerstoff in den Boden und lockern ihn auch. So haben halt auch die Bodenlebewesen ein heimerisches Zuhause und fühlen sich auch dementsprechend dort wohl, wenn es auch Sauerstoff zur Verfügung ist. Zusätzlich, wenn halt dann die riesigen Blattmassen oder die riesigen Pflanzenmassen in den Boden eingearbeitet werden, haben auch die Bodenlebewesen wieder etwas zur Zersetzung und haben auch weitere Gründe, warum sie an eurem Boden bzw. an eurer Fläche bleiben sollen. Das heißt, es fördert natürlich auch zusätzlich die Humusbildung. Weiterer Vorteil von der Gründüngung ist, dass sie als Zwischenfrucht gilt. Das heißt, dass man hier dementsprechend Fruchtfolgen durchbrechen kann und der Boden nicht einseitig belastet wird. Allerdings sollte man auch hier zum Beispiel aufpassen, welche Gründüngungspflanzen man verwendet. Da gibt es nämlich, da habe ich es gelesen, eine Ausnahme, wenn ihr zum Beispiel Kohlgewächs anbauen wollt, Rettich oder Radieschen zum Beispiel, dann solltet ihr auf Gründüngungspflanzen der Kreuzblütler oder der gleichen Gattung nicht verwenden, wie zum Beispiel Senf oder Raps. Da solltet ihr, wenn ihr Kohl anbauen wollt, ein anderes Kreuzblütengewächs, einfach die zwei Gründüngungsmaßnahmen nicht verwenden. Ich zum Beispiel habe als Gründüngung einerseits zur richtigen Zeit im Sommer Sonnenblumen verwendet, habe jetzt auch tatarischen Buchweizen gesetzt und möchte jetzt noch, weil es noch Mitte September ist und es noch geht, Phacelia, die Bienenweide, nochmal als Gründüngung verwenden. Aber es gibt auch viele verschiedene andere Möglichkeiten für eine Gründüngung zu sorgen. Es gehen natürlich auch zum Beispiel gelbe Lupinen oder andere Hülsenfrüchte, weil sie halt durch ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft in ihre Wurzeln zu binden,
nochmal den Boden mit Stickstoff anreichern können. Und das fördert natürlich auch zusätzlich nochmal das Bodenlebewesen und die Humusförderung. Da kann man auch zum Beispiel roten Klee oder weißen Klee verwenden, Luzerne verwenden. Ich habe jetzt noch im Sommer ein bisschen Süßlupine oder auch Wintererbsen reingesät, aber weitere Maßnahmen sind zum Beispiel Feldsalat oder Spinat oder auch andere Winterkulturen, die man einsetzen kann, wie zum Beispiel Winterendivie, Zuckerhut oder wenn man es auch richtig und zur richtigen Zeit anstellt, kann man auch Kopfsalat und Mangold zum Beispiel bis Weihnachten kultivieren. Das hängt halt natürlich auch dementsprechend von der Wetterlage im Winter ab, ob es halt beständig Frost ist oder ob es ein Tauwetter zum Vorschein kommt. Aber es gibt halt hier viele verschiedene Gründungsmaßnahmen, wie auch vorhin erwähnt, Senf, Raps, Winterroggen, einfach alles Mögliche, damit halt der Boden nicht leer bleibt, nicht bepflanzt ist. Zum Beispiel habe ich auch Grünkohl oder Rotkohl bei mir im Garten in den Beeten stehen. Hilft natürlich auch, die Wurzeln lockern den Boden auf. Die Pflanze ist winterhart und kann ich dann auch sogar noch im Frühjahr ernten. Also, je mehr wir uns um unsere Böden kümmern und für eine ganzjährige, kluge Anbaumethode entscheiden, desto stetig besser werden unsere Böden und unsere Erträge werden natürlich auch besser, unsere Früchte, unsere Pflanzen werden gesünder und wir bauen guten Boden auf. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, auch wenn du einen netten Kommentar hinterlässt, beziehungsweise deine Erfahrungen, welche Gründungspflanzen ihr zum Beispiel gesetzt habt. Natürlich kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn du es bereits getan hast, einfach auf die Glocke drücken, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier in meiner Permakultur im Projekt Peace. Bis dahin, ciao.